So, hallo. Vielen Dank, dass so viele da sind, obwohl da draußen bald die Badges, die restlichen, verkauft werden. Bitte da bleiben. Ich stelle uns kurz vor, das ist der Julian, ich bin der Matze. Wir kommen aus 14128, einer kleinen Hochschule mit viel Bergen und Wald außenrum, die zwei Wintersemester hat, also eins mit Schnee und eins ohne. Bitte? Ja, weniger, nicht kein, also kein Schnee gibt es nicht im warmen Wintersemester. Genau. Und wir erzählen heute was über Gedit. Der Julian fängt an. Ja, also wir sind zwei Studenten, wie schon gesagt. Und wir wollten ein Semesterprojekt machen, um andere Dinge, die man ansonsten tun müsste, zu umgehen. Wir hatten die Idee. Ich hatte mal irgendwie mit Device Trees zu tun und mir ist dann aufgefallen, hey, es gibt die Kernel-Config, es gibt den Device Tree und beiden hat man irgendwie Dinge, die man haben will. Und es gibt Leute, die nur dafür angestellt sind, die Kernel-Konfiguration für irgendwelche Produkte anzupassen, so dass die auf irgendeiner Platine läuft. Und wir dachten, hey, da wäre es cool, wenn es ein Tool gibt, das den Abgleich macht. Ja, gab's schon. Der Witz ist, dass das Teil released wurde, nachdem wir den Vorschlag eingereicht haben, um das Projekt gewilligt bekommen, aber bevor wir angefangen haben, daran zu arbeiten. Das ist uns dann irgendwie im Nachhinein aufgefallen. Ja, da war die Frage, macht man da irgendwie weiter, weil das Tool, was es gab, da war schon richtig gut. Und das konnte auch mehr, als wir mit unserem Bash und AWK kurzzeitig zusammengefummelt haben. Also war die Frage, ja, neues Projekt. Auf der letzten GPN entstand eine gewisse Idee, die euch Matze erklären kann, weil ich nicht mal mehr weiß, was da überhaupt gelaufen ist. Okay. Ja, genau. Also der Prof Patsch, ich weiß nicht, ob der da ist. Ich sehe ihn zumindest nicht. Und wir hatten eine Diskussion, was gibt's eigentlich an der Distributed Issue Tracking Front? Issue Tracking dürfte jedem bekannt sein, der schon mal irgendwie was von GitHub gehört hat und so. Und was gibt's da eigentlich? Und dann haben wir da so ein bisschen rumgeguckt und so und sind eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass es da zwar schon einige Lösungen gibt, aber irgendwie sind die alle nicht so optimal und die sind auch alle schon etwas älter und kaum noch maintained und es war alles nicht so toll. Und dann haben wir ein bisschen überlegt, wie man denn das richtig machen könnte. Und ja, ich denke, du machst da mal weiter. Echt? Ja. Wir wollten irgendwas, was distributed ist, sprich, wo man Issues auch einfach von A nach B übertragen kann. Das Problem ist, wenn man hier irgendwie mal den Fehler gemacht hat, auf SourceForge irgendwelche Projekte zu veröffentlichen in den letzten 5 Jahren, dann wird man, oder auf Google Code, dann wird man irgendwann mal in die Problematik reingerannt sein, dass man da diesen schöne Issue-Gedöns-Funktionalität genutzt hatte, die dann aber faktisch tot war. Und dann gibt's Projekte, zum Beispiel Supertax ist so ein Super Mario-Klon, die hatten irgendwie zeitgleich mal 3 verschiedene Issue-Tracker, die natürlich nicht miteinander gesynkt waren. Das war alles mehr als beschissen, wenn man da irgendwie mal gucken wollte, woran die gerade sind, so aus Interesse und weil man irgendwie nichts Besseres zu tun hatte. Dann war die Idee, okay, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man Git benutzt, und das ist eine große Voraussetzung, weil es gibt ja Leute, die auch andere Dinge benutzen im Moment noch. Und da könnte man doch irgendwas reinbasteln letztendlich, weil da hat man schon die ganzen Voraussetzungen, wie man kann Dinge von A nach B pushen, man kann Dinge sauber voneinander trennen, man hätte ja Objekte, Blobs und was auch immer. Und das führt uns zum nächsten Punkt. Es gibt relativ viele Projekte, wie zum Beispiel Git Issues oder irgendwie so ein Google-Ding, die knallen erstmal Dateien ins Repo. Und das ist problematisch, weil im schlimmsten Fall liegen die halt im Tree zusammen mit dem Projekt, wo sie nicht wirklich reingehören, zumindest unserer Meinung nach. Und dann hat man halt diverse Probleme, wie zum Beispiel, ich habe halt einen Namen, den ich belegt habe. Und wenn ich jetzt irgendwie 2 verschiedene Sourcen habe, also Upstream und irgendwie so ein Entwicklungsklon oder so, und ich will das irgendwie merchen wegen Gründen,
dann renne ich irgendwann wieder in Merge-Konflikte rein. Und wenn ich dann hier irgendwie noch auf die Idee komme, JSON irgendwie reinzupacken, kann ich machen, aber dann habe ich halt andere Probleme, wie zum Beispiel, hey, ich habe einen Merge-Konflikt bei irgendeinem JSON. Hey, ich habe einen automatischen Solver, der wird das versucht zu resolven. Hey, der macht mehr kaputt, als er eigentlich hilft. Die Idee war, ja, Mailinglisten sind ganz toll, da läuft doch relativ viel. Zum Beispiel Kernel-Mailingliste, hat wahrscheinlich jeder hier schon mal reingeschaut irgendwie. Da gibt's Patch-Sets, die irgendwie von A nach B wandern. Da gibt's Leute, die sagen, hey, ich habe hier einen Bug gefunden. Ja, gucken wir mal, was da läuft. Es gibt auch automatische Tools, die da irgendwie Dinge bauen, feststellen, da sind Dinge kaputt und dann Leute notifizieren mit, hey, hier, Backtrace, was auch immer. Ja, dann gibt's immer noch so Sachen wie GitHub und Bitbucket, die auch irgendwie Issue-Systeme haben. Da will man optimalerweise auch irgendeine Form von Integration oder zumindest die Möglichkeit, irgendwie eine Integration zu stricken. Ja, und dann haben wir noch andere Anforderungen, an die wir uns teilweise irgendwann mal erinnert haben. Skriptbarkeit war auch ziemlich wichtig, weil, ja, Konsolen-Junkies und irgendwie der da hat auch mal irgendwie angefangen, fett irgendwelche Skripte zu machen, weil er zu faul war, irgendwie Branches einzeln zu rebasen und Zeug. Und da war die Idee, hey, lass mal so machen, dass man das auch mit Bash oder Fish oder Lieblingsshell irgendwie erweitern kann. Ja. Ja, und sollte auch irgendwie cool sein, also was auch immer das heißen mag. Ja, und das führt uns letztendlich zu der Projektidee. Genau, und die haben wir Gedit genannt. Aus der Projektdoku erstmal haben wir uns Issue-Checking vielleicht nicht ganz so konventionell definiert. Issue ist im Endeffekt für uns erstmal irgendein Belang, irgendeine Angelegenheit, die mit dem Projekt zu tun hat. Das sollte man im Folgenden einfach ein bisschen im Kopf behalten. Genau. Da zählen dann natürlich Feature-Requests dazu, ist klar irgendwo ein Issue, Bug-Reports auch, aber auch Pull-Requests und irgendwie Patch-Sets, die da irgendwie mit zu tun haben. Genau. Was ist drin in so einem Issue? Im Endeffekt ein Stück Fließtext, wie wir das alle von der E-Mail kennen, und so ein bisschen Metadaten, also irgendwie ein Autor natürlich, der das Ganze geschrieben hat, und auch irgendwie eine Form von Status, irgendwelche Annotationen eventuell noch. Da kann man sich beliebig was stricken, wie man das haben möchte. Aber wir haben auf alle Fälle unstrukturierte Daten, also Fließtext und in irgendeiner Form strukturierte Daten. Genau. Und bei einem Patchset und einem Pull-Request natürlich noch Änderungen, die da auch noch mit reinspielen, klar. So, jetzt ein ganz kurzer Exkurs, wie Git funktioniert. Im Endeffekt ist es total einfach von dem, was wir brauchen. Wir haben, die grünen Punkte sind Commits, die natürlich immer auf das vorherige referenzieren oder auch auf mehrere vorherige. Und die referenzieren immer auf einen sogenannten Tree. Und ein Tree ist, wie der Name schon sagt, ein kleines Bäumchen, das entweder auf andere Trees zeigt oder eben auf Blobs. Und die Blobs enthalten dann das, was im Endeffekt im Repo ist, also unsere Dateien. Genau, und das machen wir uns zunutze. Genau, wir haben nämlich überlegt, so eine Nachricht, so ein Issue ist im Endeffekt ein Commit ohne ein Tree hinten dran. Also im Endeffekt ein Commit, das nur eine Nachricht enthält. Und schon haben wir jede Menge coole Sachen, mit denen wir richtig gut umgehen können. Und das ermöglicht uns zum Beispiel, einen Nachrichtenbaum an Referenzen aufzuhängen. Genau. Und die Kopfreferenz ist praktisch der Upstream-Status, also von einem öffentlich zugänglichen Projekt. Genau. Daraus ergeben sich, wie gesagt, jede Menge Vorteile für uns. Der erste Vorteil, den wir auch vorhin schon praktisch genannt haben, was die anderen Tools machen, wir haben keine Dateien im Repo für unser Issue-Tracking. Das Issue-Tracking passiert praktisch in Git, komplett in Git. Im Repo selber sieht man das erstmal nicht an. Also wenn ich hier meinen Checkout habe, meine lokale Kopie, dann liegen da ganz normal meine Source-Files rum oder was auch immer ich damit tracken will. Wir können natürlich offline arbeiten, das dürfte bekannt sein. Jeder, der schon mal mit Git gearbeitet hat, wird es irgendwann lieben lernen. Und wir haben natürlich keine Merge-Konflikte, da wir ja eben keine Dateien haben. Was dazu führt, wir brauchen nicht unbedingt eine lineare History
für die Issues. Wie gesagt, es sind Bäume abbildbar und dementsprechend auch Mailinglisten. Eine Mailingliste, also so ein Thread aus einer Mailingliste, ist im Endeffekt ja auch nur ein Baum. Und es war auch unsere initiale Anforderung, die damit praktisch schon von Haus aus abgedeckt wäre. Genau. Und wir können natürlich, wie vorhin schon gezeigt, ein Commit kann immer auf mehrere andere Commits zeigen. Wir können auch andere Commits referenzieren und dementsprechend auch Diskussionen mergen. Wer schon mal auf GitHub erlebt hat, bei größeren Projekten kommt es ab und zu vor, dass ein Bug-Report mehrmals eingetragen wird oder von jemand eingetragen wird, der noch auf einem älteren Stand ist von dem Projekt, der eigentlich schon längst gelöst wurde, der Bug, oder Feature-Request, der mehrmals eingepflegt wird. Und wenn dann die Maintainer eins von diesen Issues zumachen, ohne auf ein anderes irgendwie zu referenzieren, so, hey, haben wir schon gemacht oder so, dann bekomme ich keine Notifications mehr von GitHub praktisch, wenn auf dem anderen Issue noch irgendwie Diskussion läuft oder so. Das lässt sich hierdurch sehr einfach abbilden. Genau. Wir wollen es nicht verheimlichen, es gibt auch ein paar Nachteile. Zum Beispiel sind Commits nicht änderbar, beziehungsweise wenn sie erstmal gepublished sind. Deswegen gibt's halt so Dinge wie, ich fix meine Tippfehler im Nachhinein, gibt's natürlich nicht. Und was da eben noch alles mit dranhängt. Und man legt relativ viele Commits im Repository an. Nehmen wir an, wir haben ein Hobbyprojekt mit, sagen wir mal, 2.500 Commits. Und wenn wir jetzt da praktisch das Issue-Tracking ins Repo mit reinnehmen, dann werden das halt gleich mal mehr, weil für jede Nachricht wird ja, wie gesagt, ein Commit angelegt. Dann kommt man halt aufs Doppelte, Dreifache, wie auch immer. Und das kann eventuell dazu führen, dass manche Tools etwas schwerer zu bedienen sind. Ich verwende persönlich gern Tick. Das ist so ein Kommandozeilen-Curses-Frontend, das so ein bisschen Visualisierung macht von dem Git-Repository. Und da liegen dann halt plötzlich sehr, sehr viele Commits rum. Und da man, wie gesagt, auch Diskussionen mergen kann und so, liegen da auch viele Merge-Commits rum und dann wird das alles ein bisschen schwieriger visuell nachzuverfolgen sein. Lässt sich allerdings anpassen und konfigurieren, müsste man dann eben vornehmen. Ein klarer Nachteil. Genau, und Sachen, die noch so Inconveniences sind, sind auf Implementierungsebene, wie schon gesagt, ein Commit ist nicht änderbar. Deswegen müssen so Statusänderungen oder so Metadatenänderungen wie Tags oder Labels müssen aggregiert werden auf der Implementierungsebene. Das kann man als Inconvenience ansehen. Je nachdem, wie viel da zu aggregieren ist, könnte es auch etwas länger dauern. Aber das nehmen wir in Kauf. Und auf Nutzerebene natürlich braucht der Nutzer, um seine Issues zu veröffentlichen, also so ein Issue zu filen oder ein Bug-Report zu filen, muss er es irgendwie öffentlich stellen können, damit die Entwickler das praktisch ins Main-Repo ziehen können. Das heißt, er braucht irgendwo Push-Rechte auf ein Repository und im Endeffekt die ganze Geschichte um Autorisierung und Authentifizierung. Da haben wir uns aber für das Projekt selber gesagt, das ist kein Problem, was wir lösen wollen mit dem Projekt. Wir wollen Issue-Tracking in/mit Git lösen und nicht irgendwie Distributed Authentication oder sowas. Genau. Sonstige schöne Eigenschaften ist, wir haben natürlich Wahlfreiheit für das Repo, wo die Issues drin liegen. Was heißt, ich kann natürlich mein Projekt haben und meine Issues da drin tracken, mehr oder weniger. Ich kann allerdings auch ein extra Repo nur für die Issues von meinem Projekt aufmachen. Und dann so Geschichten machen wie, hey, jedes Mal, wenn ein Issue praktisch resolved ist oder wenn ein Feature-Request praktisch implementiert ist, kann ich die Commits in mein Development-Repository übernehmen oder ich kann mehrere Repositories haben für Arten von Issues. Da ist man ziemlich flexibel dann damit. Genau. Und man kann natürlich auch mehrere Projekte in einem Issue-Repository tracken, etc. pp. Und was auch noch so eine Anforderung war, wie gesagt, wir sind so beide so ein bisschen Konsolen-Junkies. Wir wollen eine Command-Line-Interface-Applikation, die im Endeffekt wie Git zu benutzen ist und immer One-Shot-Commands sind. Im Endeffekt ist es so, dass es sogar ein Git-Subkommando ist. Also unsere Kommandos fangen auch alle mit Git praktisch an, nämlich Git-Dit für Distributed Issue Tracking. Genau. Und jetzt macht der Jule mit der Entwicklung weiter. Also Implementierungssache. Es ist, wie schon gesagt, ein Semesterprojekt gewesen. Uns ist relativ spät aufgefallen, dass es dieses Tool schon gab, das wir ursprünglich machen wollten. Sprich, irgendwie Mitte, Ende November musste dann irgendwie ein neues Projekt her und dann sind wir halt auf die Idee gekommen und haben damit angefangen.
Und es ging darum, irgendwie Sachen möglichst schnell zu lösen. Was bedeutet hat, wir haben meistens irgendwie manuell Dinge gemacht und im Production-Repo rumgefuscht mit irgendwie Plumbing-Commands in Git und Issues angelegt, was auch schon mal zeigt, dass das Datenformat nicht mal so beschissen gewählt ist, weil wir haben keinerlei Library für JSON oder sonst irgendwas gebraucht, sondern wir konnten letztendlich mit Git-eigenen Plumbing-Commands, also Low-Level Kommandos und Programmen was machen. Und im Nachhinein haben wir letztendlich Bash-Skripte geschrieben, um das zu automatisieren, was wir händisch gemacht haben in dem Moment, nachdem wir erstmal überlegt haben, was wir eigentlich gerade getan haben. Ja, die Architektur, die dann irgendwann gewachsen ist, waren letztendlich einzelne Tools, die irgendwelche Dinge tun, mit einem passenden Namen, so dass man die schön über Git und so ein Metakommando namens gitdit ausführen konnte. Sprich, das Ganze war ähnlich wie Git selbst, was wir wollten. Und so mehr oder weniger im Nachhinein hat sich eben auch bei uns diese Unterscheidung in Plumbing und Porcelain, also in Low-Level-Kommandos, die zum Beispiel eine Nachricht anlegen, und High-Level-Kommandos wie, hey, mach mir ein neues Issue oder beantworte auf diese Nachricht irgendwas, ergeben letztendlich. Und hat sich auch sogar schön abgebildet in den Namen dann. Das sieht man hier. Die Porzellankommandos, die man letztendlich als Endnutzer benutzt, sieht man git-dit, was letztendlich die Minus kann man durch die Leerzeichen ersetzen. Und das ist ein Wort für das, was man machen will. Während man auf der anderen Seite, auf der Plumbing-Seite, man sieht's, etwas längere Namen. Man muss sagen, wir haben dann irgendwann nach Rust portiert. Das hat sich aus ein paar Gründen ergeben. Uns ist dann irgendwann gekommen, okay, Bash-Skripte sind, naja, es gibt viele Bash-Skripte, die viele Dinge tun, die Leute nicht wollen. Und da wollten wir nicht unbedingt reinrennen. Dass jemand mit einer speziell gecrafteten Message irgendwie Nutzer Schaden zufügt und sein Repo lahmlegt. Komplexität ist halt auch so eine Sache, weil wir haben für wir haben hier angefangen, Trailers zum Beispiel für Metadaten zu extrahieren aus Nachrichten. Und das war dann zwar nur irgendwie ein paar Zeilen AWK, aber ein paar Zeilen AWK, für die man schon Kommentare gebraucht hatte. Und das zeigt schon, okay, es ist ein bisschen komplexer. Das heißt, machen wir lieber irgendwie in der Programmiersprache, wo man gescheite Iteratoren und Zeug hat. Auch so eine Sache war, dass wir eine API wollten, die man auch schön bedienen kann, ohne irgendwie einen Haufen Exec-Calls auf irgendwas zu machen. Und wo man dann eventuell auch ein bisschen sowas wie Typsicherheit hat, was ja auch ganz toll ist. Warum Rust? Ich habe schon gerade gesagt. Security, Typsicherheit und weil es unserer Meinung nach kein vernünftiges C++-Binding gab. Das wäre die andere Alternative gewesen. Es gibt da zwar so ein Qt-Binding, aber wollten wir uns nicht ans Bein binden. Und Expertise. Wir sind beide, also ich komme aus der C++-Schiene, im Moment eher aus der Rust-Schiene. Und wir können beides, so mehr oder weniger. Und da dachten wir, okay, nehmen wir irgendwas, was wir können. Da müssen wir nicht irgendwie noch mal neu lernen. Wir haben letztendlich die Arbeit, die wir für die Bash-Skript gemacht haben, mehr oder weniger wiederholt, mit der Ausnahme, dass wir jetzt halt eine Vorlage hatten, wie wir Dinge getan haben, die man auch noch mal interpretieren musste, weil die Kommentare auch nicht mehr so eindeutig gestimmt haben teilweise. Wir haben Rust-Binary, das als Metakommando steht, und die Subcommands liegen da halt irgendwo drin als Funktion. Wir haben eine Library gestrickt, die letztendlich die Core-Funktionalität hat, und das Binary soll letztendlich nur ein Binding machen auf die Library. Ist ein bisschen komplexer, weil das macht halt auch so Sachen wie Argument-Parsing und das Zeug in eine vernünftige Form bringen und Zeug. Aber das ist es letztendlich. Und dann haben wir angefangen, einzelne Subkommandos zu portieren, was interessanterweise darauf rausgelaufen ist, dass wir wunderbarerweise das Tool weiter nutzen konnten, während wir irgendwie portiert haben und keinen harten Switch machen mussten. Ein paar von den Porzellankommandos hat's, von den Plumbing-Kommandos hat's dann gekostet,
weil man die einfach nicht mehr gebraucht hat und die auch keinen Sinn mehr ergeben haben, wie zum Beispiel irgendwie Argumente für irgendein anderes Bash-Skript vorbereiten, ist halt komplett weggefallen. Wir haben geguckt, dass wir die Funktionalität, die wir in den Bash-Skripten haben, teilweise auch aus Bash-Limitierung erhalten, einfach damit wir das Ganze 1:1 übertragen haben, mit ein paar Ausnahmen. Zum Beispiel haben wir jetzt Long-Options in unserer Rust-Implementierung. Ein paar Funktionalitäten sind jetzt so nicht direkt 1:1 übertragbar gewesen. Das heißt, man hat da auch ein paar Abstriche gemacht, einfach um voranzukommen im Moment. Ja, und damit sind wir fast fertig. Also wir haben noch ein Kommando offen. Git show, mit dem man sich so ein Issue anzeigen lassen kann mit allen Nachrichten. Das war ursprünglich auf Git show implementiert, letztendlich als Wrapper, der irgendwie da drauf zugreift. Und ja, da sind wir gerade im Moment noch dran, das fertig zu machen. Ja, was geht? Wir können Issues anlegen, auf Nachrichten antworten. Wir können das Ganze listen und anschauen, wenn man zumindest einen Branch verwendet. Wenn nicht, dann hat man halt noch das Bash-Skript. Und, okay, Tippfehler, Metadaten setzen und abfragen, was letztendlich darauf rausläuft, dass wir Trailer, die man vielleicht schon mal gesehen hat, wenn man LKML oder so gelesen hat, das sind letztendlich kleine Texte am Ende von einer Commit-Message, ja, auf einfache Art und Weise manipulieren kann, im Sinne von, ich klatsche dir unter eine neue Nachricht unten drunter. Und wir können pushen und fetchen. Allerdings nur im Moment, wenn der Fetch darauf rausläuft, dass ich keine Authentifizierung brauche und ansonsten halt einen SSH-Agent am Laufen habe, weil wir zu faul waren, richtige Authentifizierung zu machen, was nicht SSH-Agent ist. Was nicht automatisch geht, ist, was wir ursprünglich vorhatten, aber auch in dem Bash-Skript nicht ging, war Garbage Collection. Wir haben gesagt, dass wir die Nachrichten in einem Issue an Referenzen aufhängen. Irgendwann ist eine Referenz nicht mehr notwendig, wenn zum Beispiel jemand auf dann die Nachricht wiederum geantwortet hat. Die werden im Moment noch nicht automatisch abgeräumt. Das ist halt ein bisschen blöd, aber naja. War für uns jetzt noch keine Notwendigkeit, weil wir jetzt nicht so über viel Traffic hatten. Subscriben war die Idee, wir haben das teilweise manuell gemacht, dass wir in unserer Git-Config noch mal ein Ref-Spec angelegt haben. Das ist letztendlich ein String, der sagt, hey, hier auf dem Remote-Repo liegt an der Stelle irgendwelche Referenzen, die du lokal irgendwie so mappen kannst. Und dann kann man einfach mit Git Push oder Git Pull oder Git Fetch automatisch dann auch die Issues updaten. Und das ist ganz praktisch, ist aber noch nicht automatisiert. Dann sowas wie Amenden, das heißt, dass solange ich eine Nachricht noch nicht gepusht habe oder solange noch niemand drauf geantwortet habe, kann ich die noch ändern. So analog zur E-Mail, wenn die E-Mail raus ist, dann kann ich die auch nicht mehr ändern. Aber solange sie halt noch in meinem Outbox oder was auch immer das heißt liegt, kann ich die halt noch manipulieren, ohne dass es irgendjemand merkt. Wie schon gesagt, die Authentifizierung beim Push und Fetch ist halt ein bisschen blöd im Moment. Und die relativ wichtig eigentlich war noch, dass wir Issues filtern, weil in der Regel interessieren einen Issues, die vor 3 Monaten schon geschlossen wurden, nicht mehr. Aber die irgendwie vor 2 Tagen geöffnet wurden, schon noch. Das bringt uns zu den nächsten Schritten. Als erstes steht auf der Liste den Port abschließen. Bei der Dokumentation nachbessern. Tests haben wir jetzt auch, naja, noch nicht ganz so viele, bis keine. Und dann erstmal ein Release machen. Damit wir das, was wir haben an Funktionalität, erstmal so gebundelt haben. Und dann geht's darum, noch ein bisschen refactoren, weil, ja, wir haben es sind noch ein paar Unfeinheiten im Code drin. Und dann geht's Richtung Features, was bedeutet, wie zum Beispiel subscriben, Garbage collecten, aber auch so schöne Sachen wie, dass man Issues in Kategorien einteilen kann, so dass man dann zum Beispiel im Moment haben Issues eine ID, das ist letztendlich ein SHA-1-Hash. Und das ist relativ blöd, weil man dann erstmal über alle durchgehen muss, um zu gucken, was für einen relevant ist. Wenn man jetzt aber zum Beispiel Kategorien macht, also so ein Scope vorne dran, wie zum Beispiel Gameplay oder so für irgendein Spiel, dann ist schon mal klar, okay, ich habe hier eine Kategorie. Und weil das Ganze dann immer noch ein bisschen inconvenient ist mit den 40 Zeichen langen Hashes,
vielleicht mit symbolic references, die man von anderen Kontexten erkennt, vielleicht noch irgendwie mit einbauen, dass man die schön verwenden kann, um dann auf Issues oder einzelne Nachrichten zu referenzieren. Wenn man zum Beispiel so eine, ja, so eine Nachricht mal durchliest oder ein Issue und dann hier irgendwas markieren will oder irgendwas folgen will und dann mal weiterschauen will, antworten oder so. Andere Sachen, die noch geplant sind. Wir haben vorhin gesagt, dass die Authentifizierung und Autorisierung wir uns erstmal nicht auf die Fahne geschrieben haben. Aber wir wurden darauf hingewiesen von jemandem, dass es eigentlich eine ganz tolle Idee wäre, wenn man so einen Helper für serverseitige Hooks hat, so dass man sagen kann, okay, ich habe hier ein Remote Repo und das akzeptiert einfach nur Pushes von jedem, aber ich filter halt nur intern die Sachen raus, die mir mein Repo nicht zerschießen. Also ich akzeptiere letztendlich nur Issues, und zwar neue Issues und keine Updates, die Issues, die Anliegen irgendwie zerstören oder so. Und dann kann man da als Maintainer einfach das Zeug hinschmeißen und jeder, der lustig ist, kann da schön drauf rumpushen. Und ich kann halt im Nachhinein dann entweder Issues moderieren oder sonst irgendwas machen. Nicht jeder Nutzer hat Git auf seinem Rechner. Deshalb war auch die Idee, okay, so ein Webinterface war toll, aber nicht in dem Projekt, weil das wäre eindeutig was anderes. Und irgendwie Integrationen wie zum Beispiel Mailingliste oder ja GitLab, GitHub, was auch immer. Ja, dass man da schön irgendwie zeigen kann, hier die Issues, geh dahin. Oder eben die Issues irgendwie übertragbar macht. Was da auch noch mit reinläuft, ist halt so Sachen wie Import-Export-Funktionalität von Issues, die jetzt auch nicht unbedingt in das Projekt mit rein muss. Also das Einzige, was wirklich das Projekt selber betrifft, sind die serverseitigen Hooks. Damit wären wir durch. Ihr könnt euch das anschauen. Es ist, wie schon gesagt, noch nicht. Also man kann es zwar benutzen, aber es hat halt noch nicht die Reife, die man vielleicht haben will für ein Projekt. Und ja, aber mit rumspielen kann man schon mal, wenn man irgendwie ja, Bock drauf hat. Damit wären wir durch. Ja. Also, wenn ihr Fragen habt, gerne. Ich glaube, ich warte aufs Mikro. Oder? Ah, okay. Ja, ich wurde für eine Live-Demo aufgefordert. Ich habe hier schon mal eine schöne Shell für Leute mit ja, die keine guten Augen haben, vorbereitet. Und dann kann man hier zum Beispiel Issues listen. In dem Moment mit dem Format, was nicht ganz so hässlich aussieht, wo das Datum angezeigt wird. Die sind auch sortiert wirklich nach Datum. Und dann sieht man da schon mal, was wir gemacht haben. Wir haben zum Beispiel irgendwann gemerkt, dass wir unsere Bash-Implementierung die Editor-Environment-Variable irgendwie als harte Dependency hatten. Und dann kam halt irgendwie ein Debian Jesse-User, dem das erstmal um die Ohren geflogen ist. Und dann dachten wir, ja, sollte man vielleicht ändern. Andere Sachen, die reingekommen sind, wie zum Beispiel das älteste Issue, das wir haben, das sogar älter ist als die ersten irgendwie Skripte, die im Repo liegen. Hey, wir brauchen irgendwas, um Issues und Comments irgendwie zu verfassen. Als Skript, als Automatisierung. Da können wir auch mal gleich reinschauen. Vielleicht noch mal nur zum Verständnis. Also dieser SHA-1, der da steht, den generieren wir nicht. Den generiert Git im Hintergrund. Also wir benutzen da alles, was Git so uns liefern kann. Das heißt, wir haben da nicht irgendwie irgendwelche Dinge, die im Hintergrund noch parsen oder Zeug machen, sondern das sind im Endeffekt wirklich nur Commits, die wir halt von Git uns holen und entsprechend filtern. Also nur Commits, die uns hier fürs Issue-Tracking interessieren und nicht irgendwie, was im Repo halt passiert. Oder als Code passiert. Und wenn man sich jetzt so ein Issue anzeigen lassen will, dann macht man das Ganze mit dem Hash. Moment. Habe ich es kaputt gemacht? Ich habe es kaputt gemacht, glaube ich. Blöd jetzt. Es sind noch ein paar andere Möglichkeiten. Nö, okay, ich habe es kaputt gemacht. Ja, ich habe vorher noch ein paar Änderungen gemacht, deshalb.
Ja, das ist halt, wenn man irgendwie kurz vor der Live-Demo noch mit rumspielt und irgendwie Code ändert, dann muss man damit rechnen, dass Dinge nicht mehr tun. Ah, warte mal, wo bin ich? Okay, machen wir's. Mit der alten Bash-Version, die hier noch irgendwie rumfährt. Mit der funktioniert es auf jeden Fall. Das sieht man, wir haben hier ein Issue aufgemacht. Mit irgendwie so einem Status-Tag am Ende. Und ja, haben das dann irgendwann eingeführt und haben das dann geschlossen. Jetzt kann man auch mal kurz schauen, wie das dann aussieht, wenn man das so macht. Ja, das geht natürlich nicht. Hm? Ja, stimmt auch wieder. Aber die müsste als Leaf noch irgendwie auftauchen. Machen wir mal kurz. Ja, da haben wir zum Beispiel, da haben wir dann, so sieht das letztendlich aus. Das ist halt das Problem, was wir vorhin angesprochen haben. Wenn man halt viele Issues hat, dann hat man in seinem Tool irgendwie so ganze Litereien von irgendwie Referenzen, die einem nicht unbedingt was sagen. Und da sieht man auch schön die Idee. Wir haben hier Head-Referenzen und Leaves. Der Hash von dem Leaf ist auch der Hash von der Message selber. Das ist nichts anderes als die Commit-ID, wie man jetzt hier schön sehen kann, dass der Short-Hash dasselbe ist wie der Lang-Hash. Und wenn wir dann halt sagen, okay, wir haben jetzt hier irgendwie einen Status erreicht, den wir upstream jetzt akzeptieren haben oder so, wie zum Beispiel, wir haben eine Statusänderung, dann setzen wir die Head-Referenz dann hier auf die Antwort, die sagt, ja, wir haben das geschlossen. Jetzt habe ich aber nach einem anderen schönen Beispiel gesucht, wo man das schön sieht. Ah ja, hier, schön. Hier sieht man, wie das aussieht, wenn man jetzt sowas aus dem Main-Repo referenziert. Das hier ist ein Issue. Wenn man das so betrachtet, machen wir es mal als. Dann sehen wir hier auch, dass es eine Unterhaltung war, die ein bisschen länger war. Ich suche hier gerade auch noch der Option. Können wir auch schöne Graphen anzeichnen, was in dem Fall relativ langweilig ist. Dass wir hier irgendwie gesagt haben, okay, wir brauchen irgendwie eine Funktionalität, um irgendwie Issues und Comments automatisiert zu machen. Haben wir dann rumdiskutiert, von wegen, wie machen wir das, bla, erster Draft und bla. Dann ist irgendwem aufgefallen, ja, das ist gar nicht so toll, wie man das hier referenziert, glaube ich, oder so. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel das hier anschaut, dann sieht man auch den schönen Vorteil davon, weil das hier letztendlich hier fest referenziert ist. Das hat den Vorteil oder auch Nachteil, je nachdem, wie man das sieht. Wenn man sowas macht, dann ist auch sichergestellt, dass alles, was zu dem Issue dazugehört, sprich aber auch Referenzen auf den Code, wenn man das dann so referenziert, mit in das Issue-Repo ist. Das heißt, wenn man irgendwie ein Issue-Repo hat und dann irgendwie so referenziert auf irgendwelche Bugs, dann ist auch klar der Stand definiert. Und dann kann man einfach, da muss man nicht irgendwie noch rumsuchen, sondern man kann einfach sagen, okay, guck mal auf die Referenz, die da referenziert ist. Da wäre Tooling auch nicht ganz schlecht, aber ist noch nicht gemacht. Ja. Wir haben hier, Moment. Ja, okay. Das ist der Fail, den ich gerade eben gemacht habe. Die Dokumentation ist gerade auch ein bisschen spärlich. Hier sieht man noch eine Auslistung von den Porzellan-Commandos und was die eigentlich tun. Also ich will jetzt ehrlich gesagt nicht irgendwie in dem Production-Repo rumfuschen, indem ich neue Issues aufmache, aber man kann sich, glaube ich, vorstellen, wo es hingeht. Bei Get It New passiert eigentlich dasselbe wie bei einer normalen, wenn man irgendwie einen Commit anlegt, da geht erstmal der Editor auf, den man irgendwie konfiguriert hat, und dann kann man da seine Nachricht reintippen. Und das war's bei Reply genauso. Mit dem Unterschied, dass er dann eben noch irgendwie so ein Reply-Subject in die Datei knallt, bevor der Editor aufgeht und sowas. Ja. Irgendwelche konkreten Wünsche, was ich jetzt noch zeigen soll oder so? Oder beantworten?
Ich habe noch nicht verstanden, wie die Commits auf die Objekte verweisen, auf die sie sich beziehen. Weil der Commit, den ihr gerade gezeigt habt, der hatte ja zwei Parents, aber er hat, nachdem, wie ich es verstanden habe, müsst ihr eigentlich drei haben, nämlich den vorigen Commit, die vorige Nachricht im Thread und der Baum, auf den er sich bezieht. Der wird, also ich habe hier normal Git Show benutzt und da wird das nicht unbedingt angezeigt. Man kann sicherlich auch irgendwie rauskritzeln von dem, wie der ist, aber ja, der hat letztendlich drei solche Hashes und der dritte zeigt auf den Tree. Und im Fall von einem Empty Tree ist er letztendlich der SHA-1-Hash von einer leeren Message, also ja. Woher weiß Git dann, ob das ein Merge-Commit ist oder ob das ein Commit ist, der sich auf einen vorigen, auf ein voriges Issue bezieht? Im Git, wir haben letztendlich eine Regel eingeführt irgendwann, dass wir, wenn es darum geht, ob zum Beispiel eine Nachricht zu einem Issue gehört oder zu welchem Issue die Nachricht gehört, folgen wir wirklich nur dem ersten Commit, also dem ersten Parent, das heißt dem ersten, der hier in der Liste auftaucht. Und weil wir eben hier den Hash von der initialen Nachricht haben, können wir auch, selbst wenn wir in der ersten Nachricht, wenn das ein Bug-Report zum Beispiel ist, schon auf irgendeinen Stand verweisen, sagen, okay, wir haben hier eine Referenz, die denselben Hash enthält wie der Hash von dem Commit selber und wissen dann, okay, das ist eine initiale Nachricht. Und dann können wir für jede Nachricht so zurückverfolgen letztendlich, zu welchem Issue das gehört, falls das deine Frage war. Und die Referenzen sind dann letztendlich optional alle und werden auch für solche Zwecke nicht verfolgt, sondern das sind dann wirklich reine Referenzen auf Sachen, die nicht unbedingt was mit dem Issue zu tun haben müssen. Also im Sinne von den Nachrichten selber. Ja. Sonst noch Fragen? Werden die Statusinformationen der einzelnen Issues irgendwo zusammengefasst, dass man sich also zum Beispiel anzeigen lassen kann, eine Liste von allen Issues, die zum Beispiel noch offen sind oder? Nee, wir haben keine Aggregation, also Voraggregation, sondern du musst das wirklich letztendlich die Issues im Moment noch abgrasen und dann letztendlich schauen für jede, wie der Status ist. Und dann die rausfiltern, die geschlossen sind. Wir haben uns zwischendrin, glaube ich, mal überlegt, wie man das irgendwie gescheit machen kann. Aber sind dann noch zu keinem Ergebnis gekommen, wo wir gesagt haben, ja, das ist es. Aber wir sind für Vorschläge offen. Und ja, eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass man irgendwie eine spezielle Referenz macht, die immer geupdatet wird mit irgendwie dem Neuesten, was gerade da ist. Das ist halt noch mehr Neues im Repo. Die Frage ist halt, ob man das haben will oder nicht, aber wäre eine Möglichkeit zum Beispiel. Okay. Okay, dann vielen Dank, dass ihr hier wart. Wenn ihr Bock habt, schaut es euch an. Habt Spaß.